Zuletzt bei Resident Evil Zero. Mysteriöse Wissenschaftler, deren Namen wir noch nicht kennen, sind alles andere als erfreut, dass das T-Virus mittlerweile auf freiem Fuß ist. Um alle Spuren zu verwischen, wollen sie den Zug zerstören. Allerdings können Rebecca und Billy das mit einer manuellen Vollbremsung aufhalten und sie landen in einem ihnen nicht bekannten Gebäudekomplex. Wo sind sie hier gelandet und wie zur Hölle kommen wir hier raus? Schaut man sich dieses Inventar so an, könnte man den Eindruck bekommen, dass es uns nicht so gut geht. Und ich glaube, das trifft es auch ganz gut, Freunde. Unsere beiden Charaktere sind fast tot. Meine Munition neigt sich stark dem Ende zu. Und es ist irgendwie alles nicht so bombe. Wir haben es aber immerhin beim letzten Mal geschafft, den Zug zumindest einigermaßen anzuhalten, ne? Und dementsprechend, ja, ne? Besser als nichts, I guess. Freunde, willkommen zurück bei einer neuen Folge von Resident Evil Zero. Ich hoffe, ihr habt wieder ein bisschen, Überlebenswillen mitgebracht. Denn ich habe das Gefühl, dass wir den definitiv brauchen werden. So, ich lade jetzt gerade noch unsere beider Waffen nach. Damit einfach beide kampffähig sind und dann schauen wir einfach mal, was abgeht. Heilung wäre das Schönste. So, hier ist jetzt tatsächlich auch ein Gewehr. Ihr Inventar ist recht leer, ne? Passt auf, ich gebe jetzt dann einfach mal... Ich gebe jetzt einfach mal dieses Gewehr. Why not? Vielleicht bringt das ja was. Ich habe ja meine gesamte... Meine restliche Gewehrmunition habe ich ja komplett bei diesem Skorpion, der glaube ich Stinger heißt, verbraten. Das war nicht so erfolgreich und ich glaube, ich droppe jetzt auch ihr Messer, weil ich einfach nicht das Gefühl habe, dass ich mit dem richtig umgehen kann. So, und dann rüsten wir jetzt einfach mal dieses Gewehr aus und schauen mal, was hier abgeht. So, ich habe schon irgendwo gesehen, dass hier irgendwo eine Tür ist, durch die wir, glaube ich, durchgehen können. Aber ich glaube, da kriege ich aufs Maul, wenn ich in dieses Feuer laufe. Warte mal. Ich habe auch absolut keine Ahnung, wo wir sind. So, aber schaut mal. Hier geht's rein. Ist hier noch irgendwo was? Nee. Okay. Rein da. Und die Tür geht auf. Also. Mal sehen, was hier abgeht. Heilung wäre schön. Ich muss sagen, Heilung würde mich sehr beruhigen, aber... Naja, ne? Der Mischner rausfinden. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt geht das Ganze hier auch noch mit Abflusssystem los. Das ist doch prädestiniert für irgendwelche Zombie-Horden, die da jetzt gleich aus dem Wasser gestiegen kommen. So, steht da irgendwas auf dem Schild? Gefahr, Zutritt nur für Befugte. Mhm, schön. Da freue ich mich doch. So, und jetzt, natürlich wollen wir die Leiter hochklettern. Erstmal irgendeine Form von Übersicht bekommen. Und ich muss sagen, so eine Speicherschreibmaschine. Sie wäre so schön. Ich habe so viel Progress, der nicht gespeichert wurde. Oh. Oh, das sieht aber eigentlich ganz cool hier aus. The Umbrella Research Center? Warte mal. Der ist jetzt tot. Der war im Zug. Who on earth are those people? She's just a rookie, a member of STARS. Hmm, what about the male? I'm unfamiliar with him. Attention. This is Dr. Marcus. Please be silent as we reflect upon our company motto. Obedience breeds discipline. Discipline breeds unity. Unity breeds power. Power is life. Oh, da ist der schon wieder. It was I who scattered the T-Virus in the mansion. Needless to say, I contaminated the train too. What? Revenge. On Umbrella. Das ist wirklich so ein Opernsänger. Und der kann dieses T-Virus beschwören.
Oder diese Monster. Ich weiß nicht, ob das Monster oder diese Monster und der T-Virus das gleiche ist. Dr. Marcus? 10 years ago, Dr. Marcus was murdered by Umbrella. You helped them, didn't you? Was zur Hölle? So, erstmal die Karte öffnen. Da unten ist ein Speicher. Da unten ist ein Speicherpunkt. Ja! Also, ich muss mit ihm. Ich muss mit Billy, da muss ich dahin. Wenn ich gespeichert habe, ist alles schön. Ja, da ist sie. Leute, da ist sie. Und hier ist sogar Heilung. Oh mein Gott, jetzt geht's los. Jetzt geht's hier komplett los. Oh. Oh, ist das schön. Ey, aber ich muss sagen, ich mag das Setting hier. Ich finde, diese Mansion sieht verdammt episch aus. Und ich habe sehr Lust, die zu erkunden. So, Halle. Alles klar. So, da ist noch ein Farbband. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Diese Munition hier nehme ich auch mit. Ne? Pistolenmunition. So, und dann... Boah, jetzt muss ich wieder Inventarmanagement betreiben. Schiebe ich jetzt, glaube ich, einmal... Nee, warte mal, ich muss von ihrem Inventar was rüberschieben. So, ich schiebe die Pistolenmunition hier rüber. Na, das kann sich ja eh stacken. Genau. So, weil dann kann sie nämlich jetzt an der Stelle... Ah, nee, sie, Moment. Die beiden Pflanzen hier hochheben. Und dann miteinander kombinieren und dann können wir immerhin einen der beiden Charaktere schon mal wieder kampfbereit machen. So, zack, kombinieren damit. Das verwenden wir. Zack, und uns geht's wieder gut. So, ihn werde ich jetzt, glaube ich, einfach mal hier parken. You stay here. Okay. Ja, und dann wollen wir uns doch mal hier ein bisschen in dieser Eingangshalle umschauen. So. Hier sind super viele Türen, ne? Aber die sind auch alle offen. Das ist interessant. Und hier vorne ist eine Leiter. Ah, von hier komme ich. Okay, da geht's in die Sewers zurück, ne? In die Kanalisation. So, ich werde mir jetzt einmal dieses Bild von Dr. Marcus hier anschauen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das noch wichtig sein könnte. Dass man es kaputt machen kann, dass sich dahinter ein Geheimgang befindet. Na, keine Ahnung. Irgendwas in die Richtung. So. Ah, und da muss ich doch safe was reinlegen. 100% muss ich da was drauflegen. Auf dem Sockel steht, wenn Gut und Böse im Gleichgewicht sind, öffnet sich ihnen ein neuer Weg. Okay. Also, wir müssen irgendetwas finden, ne, was wir hier auf die Waage tun können. Und ich vermute, dieses Haupttor vor mir, nee, ist sogar auch offen. Okay, dann gehe ich jetzt einfach mal da rein. Dann wollen wir doch mal schauen. Ich meine, wir müssen irgendwo anfangen, Türen zu öffnen. So. Check immer jetzt mal die Karte ab. Das ist ein riesiger Aufenthaltsraum. Hier ist sogar noch ein Speicherpunkt. Okay, das ist schön. Es ist sehr schön, dass wir jetzt schon mal mehrere Speicherpunkte hier zur Auswahl haben. Da vorne ist eine Art Ritterrüstung oder so. Damit kann ich aber nicht interagieren. Okay, und die Ritter blockieren hier die Tür. Ich verstehe. Und diese Tür ist von der anderen Seite verschlossen. Das ist. Ich finde das okay. Weil das gibt mir so ein bisschen Struktur, sage ich mal. Ich betrete jetzt einfach ein paar Räume. Na, das wird jetzt erstmal ein ganz großes, sich hier umschauen, sich hier auskennen. Oh, schöne Gemälde. Ein altes Gemälde. Es zeigt eine junge und eine alte Frau, die ein Baby halten. Okay. Och nee. Kann ich an dem irgendwie vorbeilaufen? Ja, kann ich. Und ich komme auch da rein. Da war sogar noch ein Zombie. Man muss halt super munitionssparend hier immer agieren. Ich muss dann auch gleich nochmal die Karte öffnen, um hier eine bessere Übersicht zu bekommen. Aber guck mal! Hier haben wir irgendeine Magnetkarte oder so. Ein Mikrofilm. Mikrofilm A. Okay, da muss ich jetzt erstmal überprüfen, was das ist. So. Legen Sie den Mikrofilm in einen Projektor. Ah, okay, das ist so eine Adia-Show. Okay, also eine Adia. Okay. Das heißt, ich muss einen Mikrofilmprojektor finden. I see. So, und da ist eine... Ist das eine Karte?
Das ist eine Karte vom gesamten Komplex. Oh mein Gott, das ist ja mal voll gut, dass ich die jetzt schon gefunden habe. Und dieser Komplex ist freaking riesig. Holy shit. Wie groß ist der? Wie soll ich denn hier zurechtfinden? Und da liegt noch was. Oh, noch mein Farbband. Wisst ihr was? Ich nehme das jetzt mal nicht mit. Weil ich habe genügend. Zumindest aktuell. Okay, wird mir dieses Item jetzt vielleicht sogar auf der Karte schon angezeigt? Ja, okay. Das Farbband, das heißt, ich kann das auf jeden Fall nochmal finden, sollte ich es brauchen. Und ich kann auch den Raum wieder finden. So, kann ich hier was tun? Oder in diesem Bücherregal? Das Bücherregal enthält zahlreiche Bücher. Scheint nichts Interessantes dabei zu sein. Okay. Ah, und hier ist eine Kurbel. Eine Windensteuerung für einen Aufzug. In der Klappe ist ein rechteckiges Loch. Ein rechteckiges Loch. Okay, Freunde, wenn wir irgendeine Form von rechteckigen Ding finden, dann können wir damit interagieren. Aber ich kann sicher an der Kurbel drehen. Also ich meine, ist das nicht so das, wie soll ich sagen, das normale Prozedere, dass man irgendwie an einer Kurbel dreht? Aber vielleicht kann ich, vielleicht fehlt mir da ein Griff. Okay, also wir müssen uns das alles merken, Freunde. Wir müssen uns das alles merken. Wir haben eine Klappe mit dem Griff. Wir haben einen Mikrofilm. Wir haben eine Waage. Wir haben die Ritter. Ja, es gibt hier viel zu tun. So. Oh Gott. Verzieh dich bitte, 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 bitte. Ich drücke hier ganz, ganz viele Knöpfe in der Hoffnung, dass ich dich loswerde. So, und dann laufen wir jetzt mal hier hinten lang. Und hier ist auch noch eine Tür. In der Tür ist ein Feuermotiv eingraviert. Oh mein Gott. Okay, aber dann bin ich hier erstmal durch. Dann habe ich diesen kompletten Bereich jetzt mal erkundet. Okay, da muss ich jetzt nur irgendwie... Oh Gott. Oh Mann, wie ich hier immer kassiere, ne? Ich muss jetzt hier erstmal an denen Leben vorbeikommen. Oh, ich sag's euch, das Lebensmanagement, ne, ist so schwer, weil du... Es ist immer diese Frage, zahlst du mit Leben oder zahlst du mit Munition? Das ist die permanente Frage, der man sich in Resident Evil stellen muss. Mit was, mit welcher Währung willst du bezahlen? Und ich zahle aktuell immer noch mit Leben, wo ich einfach langsam nicht mehr weiß, ob das die smarteste Variante ist. Pfad für Evakuierungsübung. Gesperrt. Aktivieren des Freigabesystems erfordert eine Systemdisk. Okay. Freunde, wieder was gefunden. Eine Art Fluchtplan oder eine Art Fluchtprotokoll, für die wir eine Systemdisk brauchen. Ich denke nicht, dass unser Mikrofilm damit gemeint ist. So, dann nehme ich jetzt hier die Gewehrmunition auf jeden Fall mit. Und ich meine, wenn hier jetzt schon Farbband ist, Freunde, dann will ich doch auch gleich speichern. Ja. Ich habe jetzt nicht viel geschafft, aber ich habe zumindest ein paar Items gefunden. Ich habe Dinge mit Dingen interagiert. Man sollte auch nicht zu häufig speichern, sonst geht uns nämlich irgendwann die Speicherfunktion aus. Aber wir haben zumindest viel freigeschaltet, mit viel interagiert. Warte mal, habe ich jetzt hier noch? Oh, ich habe noch zwei Farbbänder, pass auf, die lasse ich jetzt auch. Die kann ich auch einfach hier liegen lassen. Na, das ist eigentlich auch ein Punkt. Ich glaube, ich kann eigentlich an diesen Schreibtischen diese Farbbänder immer liegen lassen, weil die bleiben ja liegen. Und ich brauche die sowieso nur hier. Also eigentlich ist dieses Farbband mitnehmen total idiotisch. Na, ich brauche die sowieso nur an diesen speziellen Spots, dann kann ich sie auch gleich liegen lassen. Weil die gedroppten Items ja gespeichert werden. Kann ich mit Billy dann eigentlich auch gleich machen. Die Frage ist halt immer nur, willst du immer zu demselben Schreibtisch zurücklaufen? Ne? Willst du immer am selben Schreibtisch speichern? Das ist so die Frage, die man sich stellen muss. So, warte mal, wenn ich jetzt hier drüben lang gehe, ist ein einzelner Raum, in dem erstmal sonst nichts ist. Der sollte sich dann eigentlich recht leicht erkunden lassen. Also es ist so wichtig, Freunde, dass wir die Karte hier so früh gefunden haben. Das gibt uns sehr, sehr schnell eine ordentliche Übersicht. Damit bin ich ganz happy. Was liegt hier? Das sieht aus wie eine Kurbel. Das ist eine Kurbel! Ja, und wir wissen schon genau, wo wir sie brauchen. Okay, hey! Friend! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Heutigen, warte mal, da lag noch ein Zettel auf dem Tisch. Hinweis für alle Mitarbeiter. Uraltes Dokument, Schrift kaum lesbar. Es finden regelmäßig Treffen der Forschungsteams für Impfstoffe und Infektionskrankheiten statt. Für beide gilt Sicherheitsstufe 5. Besprechungsort ist einmal der Kontrollraum in Etage 1 und der Konferenzraum in Etage 2. 085
15 ist der Zugangscode. Das ist, glaube ich, wichtig zu wissen. Oh nein, töten die mich jetzt? Ich glaube, ich sterbe jetzt, Freunde. Real Talk. Nee, okay, die machen mir nicht so viel Damage, glücklicherweise. Kann ich da irgendwie mit dem Kraut interagieren? Nee, hier ist, glaube ich, sonst nichts mehr. Hier blinkt sonst nichts mehr. Items blinken sonst immer. So. Aber wir haben die Winde gefunden. Das Problem ist, wenn ich die Winde benutzen will, muss ich nochmal an diesen beiden Zombies vorbei. Und ich mag die nicht. Da werde ich dann auf jeden Fall mein Gewehr nutzen müssen, ne? So, hier ist jetzt noch irgendwas. Ist hier auch eine Tür? Direkt hier an der Seite? Hier unten? Nee. Und auf der anderen Seite sind noch nur abgesperrte Räume. Und, warte mal, wenn ich jetzt mal Etage runtergehe. Ja, oh Gott, unten habe ich auch noch. Boah, unten ist richtig viel noch offen. Autsch. Autsch, autsch, autsch. Okay, ich habe unten noch ganz, ganz viel zu erkunden. Aber ich werde jetzt trotzdem mal den Weg der Winde gehen, Guys. Einfach nochmal zurück zu dem Aufzug und diese Winde verwenden. Weil, ich meine, ich habe sie gefunden. Dann wollen wir sie doch auch nutzen. Weil überall, wo sag ich mal, neue Orte für mich sind, Freunde, habe ich die Chance, dass ich Heil-Items finde. Das wäre schön. Sehr, sehr schön. Muss ich hier lang? Ja, ne? So, ich muss es hier aufpassen, schnell mein Gewehr zu zücken. Das wird jetzt nämlich gleich relevant. Okay. Okay. Ist er tot? Okay, zwei Schuss. Zwei Schuss für einen Zombie. Merken wir uns, merken wir uns. Und hier kann ich jetzt die Winde nutzen. Ah ne, warte mal, hier ist nochmal... Was ist denn das? Ach, das ist das Farbband. Stimmt, das war das Farbband, aber ich muss... hier lang. So. Zack. Mal, da können wir auch gleich wieder mein Gewehr nachladen. Ey, ich habe eigentlich ganz gut Schuss in meinem Gewehr, ne? So. Der Aufzug scheint betriebsfähig zu sein, aber erst muss jemand einsteigen. What? Okay. Okay, wir müssen jetzt zu zweit durch. Billy? Ich brauche dich. Auch wenn es dir nicht gut geht. Ich weiß, du hast schon bessere Tage erlebt. So, ich werde es aber so machen, dass ich sie einsteigen lasse, weil es ihr ein bisschen besser geht. So. Und dann kann er die Winde betätigen. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich sehr gespannt. Was wartet hier oben auf mich? Ich habe ein nachgeladenes Gewehr auf jeden Fall. Ich werde direkt mal die Karte überprüfen. Oh, nee. Okay. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Okay. Bist du tot? Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Sogar ohne Schaden zu fressen. Okay, schön, 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 schön. Oh nein, noch eine. So, jetzt direkt wieder nachladen. Oh, Bruder. Ich meine, ich hab im Notfall noch meine Pistole dabei. Nein! Hä? Oh nein, ich hab daneben geschossen. Oh, Bruder, Bruder, das war nicht... Oh, Bruder. Warum ging denn dieser eine Schuss jetzt daneben? Oh nein. Warum ging der eine Schuss jetzt da... Ja, das Zielsystem in diesem Game ist ein bisschen kacke. Du hast keine Ahnung, ob du triffst oder nicht. Oh nee. Oh nee. Oh, ist das asozial. Oh man, ey. So, Freunde. Hier sind wir wieder. Hat ein bisschen gedauert. Der Tod wird hier definitiv fies bestraft. So. Pass auf, wenn das Vieh jetzt kommt. Genau, dann jetzt frisch nachladen. Ah, zack, zack, zack. Zack. Okay. Das erste Vieh ist tot. So, und jetzt müssen wir es noch irgendwie schaffen, das zweite Vieh zu erledigen. Aber das ist ein bisschen fies wegen der Kamera. So. Aufpassen, ne? Da ist es. Zack. Okay. Ist es schon tot? Warum hat das jetzt nur zwei Schuss gebraucht? Aber ich will mich nicht beklagen. Okay, schön. Sehr, sehr schön. Bin ich cool damit. Ich lade trotzdem mal mein Gewehr nochmal nach. Ah, vier Schuss haben wir noch.
So, was passiert jetzt hier oben? Was ist das hier für ein Ort? Ich kann hier, glaube ich, nichts machen. Hier sind halt sehr viele Zahnräder und so. Eine massive Uhr. Der Minutenzeiger scheint zu fehlen. Ah! Warte mal. Wenn ich den Zeiger finde, dann kann ich die Uhr vielleicht auf 8.15 Uhr stellen. Das würde dann zu dem Code passen, den wir gefunden haben. Okay, okay, ja. Also bisher habe ich, glaube ich, immer noch einen guten Überblick darüber, wann wir wo was wie machen müssen. So, da sind die Raben wieder. Sie machen Schaden, aber nicht viel. Das wissen wir mittlerweile. Und hier gibt es eine Tür. So, aufpassen. Da ist ein Kraut! Da ist ein Kraut! Da ist ein Kraut! Wichtig, wichtig. Oh ja. Was? Nein! Oh mein Gott, es ist einfach jetzt schon wieder... Das kann doch nicht wahr sein, dass mein Inventar jetzt schon wieder voll ist. Was habe ich denn hier alles? Oh ja, ich habe zwei Waffen und zwei mehr Munition dabei, ne? Das ist halt... Mm. Das ist halt... Mm. Herzlich willkommen zu... Ich weiß mal wieder nicht, was ich tun soll. Ich lasse das Kraut mal. Ich lasse das Kraut mal. Das wird ja, glaube ich, hoffentlich wieder auf meiner Karte gespeichert. Ja, okay, grünes Kraut wird auch als grüner Punkt hier abgelegt. Da geht's runter. Boah, hoffentlich machen die mir nicht so viel Schaden, please. Da ist noch mein rotes. Oh mein Gott, okay. Wenn da noch mein rotes Kraut ist, Freunde, dann ist das ja ganz simpel, was wir hier tun müssen. Dann legen wir einmal dich ab. Ja, und die Pistolenmunition legen wir auch ab. Na, das ist ja alles kein Problem. Aber wenn natürlich noch mein rotes ist, ne? Da muss man natürlich auch die Kameraperspektive nochmal ändern. Also es ist auch ganz wichtig, hier einmal alle Kameraperspektiven abzuchecken. So. Das ist dann wahrscheinlich hier irgendwo, ne? Hä, wie kann ich denn das mitnehmen? Jetzt mal ernsthaft. Warte mal, ist es jetzt hier? Und wenn ich mich dem annähern will, sehe ich es aber nicht. Ah, lol. Man muss es aus einer anderen Perspektive sehen und dann quasi an diesem toten Winkel sozusagen suchen. Oha. So. Kombinieren. Ich überlege halt, ob ich das Billy gebe. Weil ich meine, sie ist aktuell orange. Und er ist rot. Ne? Ja, Entscheidungen, ne? Entscheidungen. Wisst ihr was? Ich gebe es ihm, aber ich cutte euch das. So, und ich glaube, als letzten Akt des heutigen Tages, Freunde, werde ich jetzt hier einmal... meine Farbbänder droppen. Ich habe nämlich sehr viele von denen. Wow. Aber warte mal, stopp. Erst speichere ich nochmal. Ja, weil wenn ich jetzt hier Billy, der quasi keine Leben hat, in diese kritische Zone da hochschicke, würde ich das gerne einmal davor gespeichert haben. Und in diesem Sinne, Freunde, sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Resident Evil Zero für heute. Ich finde, wir machen guten Fortschritt. Wir kommen Stück für Stück gut voran. Und, ja, beim nächsten Mal muss Billy dann dieses Item holen, was unter dem Gitter liegt. Und das wird dann hoffentlich irgendwas sein, mit dem wir weiterkommen. Dieses Item muss mir helfen, an einer anderen Stelle voranzukommen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Großes Dankeschön noch an Hygris Ski, JT90 und Lord Dark Flu für euren dicken Support. Thanks, guys.